Durch das weit gespannte Glasdach durchdringt das Licht das ganze Haus, das nur wenige tragende Zwischenwände hat. Es ist eine für die damalige Zeit kühne Architektur, die Bewegung in die erstarrten Formen bringt. Warum sollte ein Architekt nicht ebenso kühn und ebenso unabhängig sein wie andere Künstler? Diese Frage beantwortet sich der Architekt Victor Horta selbst. Der Art Nouveau, der Jugendstil, wird von ihm in Vollkommenheit verwirklicht. Aus seinem eigenen Haus mit angrenzendem Atelier macht Victor Horta so etwas wie ein Gesamtkunstwerk. Schon die Fassaden der beiden schmalen Häuser bilden trotz ihrer Asymmetrie eine ausgewogene Einheit. Im Haus sieht man, dass Victor Horta, Sohn eines Schusters aus Gent, in Brüssel den Lebensstil seiner Kundschaft, der wohlhabenden Bürgerschicht, angenommen hat. Horta spielt mit starken Kontrasten. Im Gewölbesaal kombiniert er weiß glasierte Ziegel, die man bislang nur als Wandverkleidung von Schwimmhallen oder Metrostationen kennt, mit hellem Holz. Spiegelungen und Brechungen dienen zur Lichtverstärkung. Nichts scheint Horta so zuwider gewesen zu sein wie bare Funktionalität. Jedem Gegenstand versucht er eine über seine Funktion hinaus unverwechselbare Form zu geben. Im Treppenhaus kann man fast vergessen, dass es nicht Selbstzweck ist, sondern lediglich ein Mittel, um in die oberen Etagen zu gelangen. Die soziale Ordnung hat Horta dabei nie in Frage gestellt. Der Treppenaufstieg ist allein der Herrschaft vorbehalten. Die Dienstbotentreppe bleibt verborgen. Horta ist ein Meister der Illusion. Raffiniert verschleiert er die geringe Breite der Brüsseler Stadthäuser und täuscht großzügigere Dimensionen vor. Er versucht in seinem Werk immer, das Banale durch das Besondere zu ersetzen und alles zu veredeln. Der Jugendstil wollte die Humanisierung der bürgerlichen Welt durch die Kunst. Die Kunst sollte regelrecht mit dem Leben verschmelzen, als allgegenwärtiger Bestandteil des Alltags. Die Vertreter des Jugendstils lehnten die historisch übermittelten Formvorbilder kategorisch ab. Und so nannte man das denn auch in Österreich folgerichtig Sezession, die Abspaltung der bisher gültigen Formensprache. In Deutschland stand die Wochenzeitschrift Die Jugend Pate für den Begriff Jugendstil. In anderen Ländern nannte sich diese neue Form der Kunst Art Nouveau, Modern Style, Floreale in Italien und in Spanien war es der Modernismo. Das vielleicht schönste Beispiel des spanischen Modernismo, der Palau de la Musica Catalana, ein Palast zu Ehren der katalanischen Musik, findet sich mitten im engen Gewirr von Barcelonas Altstadt. Ein hymnisches Gebäude, gebaut für den in der Volksseele verwurzelten Gesang, in dem sich musische Ideale mit politischen Ideen verbinden. Wie die Galionsfigur eines Schiffes ragt eine allegorische Skulptur in die Gassen Barcelonas. Heute ist die Fassade mit dem Eingangsbereich durch eine gläserne Wand gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus geschützt. Mehr als 2000 Menschen finden in dem Konzertsaal Platz. Die Sonne beherrscht den Saal. Das zentrale Oberlicht wird selbst von der Sonne beschienen. Ein Kunstgriff mit Hintersinn. Die Grundsteinlegung des Palau ist 1905. Der Gesangsverein Orfeo Catalana beauftragt den Architekten Louis Domenech i Montaner mit dem Bau. Reiche Industrielle finanzieren das Gebäude. 1908 wird der Palau mit einem Konzert von Richard Strauss eröffnet.
Auch in Spanien bricht der Jugendstil mit dem behäbigen Klassizismus. Wie überall in Europa ist er extravagant und voll von dekorativem Reichtum. Hier in Barcelona aber ist er auch ein politisches Statement gewidmet, Polyhymnia, der Muse des Gesanges. Glaselemente, plastisch geformte Keramikdekorationen und glasierte Fliesen überwuchern die aufgelöste Fassade. Beim Betrachten der kunstvollen Details kann man sich leicht verirren, ähnlich wie in einem künstlichen Gartenparadies. Ursprünglich stehen im Palast nur das katalanische Volkslied und klassische Musik auf dem Programm. Heute ist er offen für andere Musikgattungen. Von Karajan bis Montserrat Caballé, von Bernstein bis José Carreras, alle sind sie aufgetreten im Palau de la Música Catalana. Ein Gebäude, das den Jugendstil ausdrückt wie kaum ein anderes Bauwerk. Die Formensprache des Jugendstils verkam spätestens nach Ende des Ersten Weltkriegs zur tändeligen Spielerei. Der österreichische Künstler Adolf Loos, ein Vordenker der Moderne, bezeichnete Ornamente schon 1908 als Verbrechen. Verzierte Produkte, so argumentierte er, müssten aufwendiger hergestellt werden, könnten aber nicht teurer verkauft werden, weshalb die Handwerker nur Hungerlöhne bekämen. Außerdem seien verzierte Waren einem schnellen Modewandel unterworfen und würden so rasch zu wertlosem Müll. In den Niederlanden wurde während des Ersten Weltkriegs die Künstlergruppe De Stijl gegründet. Und zu den Mitgliedern der ersten Stunde zählte auch der Maler Piet Mondrian. De Stijl proklamierte die ausschließliche Verwendung von Grundfarben und Grundformen. Ein anderes Mitglied von De Stijl ist der Architekt Gerrit Rietveld, ein gelernter Kunsttischler. Rietveld geht es nicht nur darum, ein Sitzmöbel zu konstruieren. Er will Körper und Raum in eine neue Beziehung zueinander setzen. Wir mussten zu einer neuen Sprache für die Formen der Architektur kommen, zu neuen Buchstaben, neuen Worten, neuen Sätzen. Sein Klassiker wird der Red Blue Chair. ...1924 baut Gerrit Rietveld ein kleines Haus mit 125 Quadratmetern Wohnfläche. Es wird zu einer Ikone des Purismus und ist heute ein Weltkulturerbe. In der bürgerlichen Kleinstadt Utrecht ruft dieses Haus Empörung hervor. Truus Schröder, eine früh verwitwete Anwaltsgattin, der die bürgerliche Welt mit ihrer festgefügten Ordnung wie ein Zerrbild erscheint, beauftragt Rietveld mit dem Entwurf ihres Hauses. Schröder fühlt sich in der spießigen Welt Utrechts als Gefangene. Sie will ein anderes, ein radikales Leben. Und dies soll sich auch in dem neuen Haus ausdrücken. Es manifestiert ihr gemeinsames Denken und Empfinden und ist das Dokument einer Lebensbeziehung. Kein Möbelstück wird fertig gekauft, jeder Gegenstand selbst gebaut. Im Erdgeschoss die Funktionsräume, Eingangshalle, Arbeitszimmer, Toilette und die Küche, die auch als Ess- und Wohnraum dient und damit ihrer Zeit voraus ist. Damit die Gegenstände den Benutzer nicht an überholte Ideen ketten, wird von Rietveld das Haus und seine Einrichtung neu erdacht. Was uns umgibt, ist der wahre Spiegel unseres Selbst, weil es unser Gegenüber ist, während wir gleichzeitig der Spiegel unserer Umgebung sind. Der Mensch und seine Umgebung, erst beide zusammen ergeben Identität, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und letztendlich Freiheit.
Im oberen Stockwerk wohnt Trus Schröder mit ihren Kindern. Ein offener Raum, frei von allem Überflüssigen. Die Grenze zwischen Innen und Außen wird durch die großen Fenster durchlässig. Ein offener Raum, doch mit der Möglichkeit zum Rückzug. Riedfeld hat eine geniale Idee, bewegliche Wände. Vielleicht, weil er keine Ausbildung als Architekt hat, kommt Riedfeld auf ungewöhnliche und faszinierende architektonische Lösungen. Inspiriert wird er dabei oft von den ausgefallenen Wünschen seiner Auftraggeberin. Trus Schröder bleibt Zeit seines Lebens Riedfelds Muse. Es ist eine Ironie, dass dieses Symbol des Fortschritts vom Fortschritt überrollt wird. Als eine Stadtautobahn bis an die Grundstücksgrenze heranrückt, will Riedfeld sein Werk abreißen lassen. Doch Trus Schröder besteht auf ihrem Haus und lebt darin bis zu ihrem Tod 1985. Eine der negativen Konsequenzen der Industrialisierung war das unkontrollierte Wachstum der Großstädte, die wuchernden Quartiere des sozialen Elends. Als Gegenreaktion darauf entwickelte sich in Großbritannien, dem im Jahrhundertwende am meisten industrialisierten Land, die Idee der Gartenstädte. Durch sie sollten sich die negativen Folgen des wirtschaftlichen Erfolges auf sozialer Ebene zumindest mildern lassen. In den Gartenstädten sollte sich der Grund und Boden, um den Spekulanten Einhalt zu gebieten, im Besitz der Öffentlichkeit befinden. Kapitalerträge sollten zurückfließen in Gemeinschaftseinrichtungen und auf diese Weise sollten auch die Mieten niedrig gehalten werden. Und bald schon erreichte diese wunderbare Idee auch Deutschland. Als die Gartenstadt Falkenberg in Berlin 1913 gebaut wird, ist es nicht selbstverständlich, dass die Menschen Licht und Sonne sehen und Farben. Der Architekt Bruno Taut kommt aus Königsberg. Von dort kennt er bunte kleine Fischerhäuschen. Der vielen bunten Häuser wegen nennt der Volksmund die Gartenstadt schon bald Tuschkastensiedlung. Zu jedem Haus gehört ein Garten, der früher der Selbstversorgung dient. Nicht dort zu wohnen, wo man arbeitet, sondern im Grünen, das ist die Idee. An einem Ort der Erholung, eine Vorstadtsiedlung. Seither tausendfach kopiert und variiert, aber nie mehr so schön. Auch die Hufeisensiedlung ist von Bruno Taut, die erste Großsiedlung in Deutschland mit mehr als 1000 Wohnungen. Taut entwirft sie gemeinsam mit dem Berliner Stadtbaurat Martin Wagner, einem Sozialdemokraten. Die Gleichheit seiner Bewohner sollte das Hufeisen demonstrieren. Keine vertikalen, keine hierarchischen Strukturen. Es sind nicht ihre architektonischen Neuerungen, die diesen Wohnungen ihren Rang geben. Es ist der sozialreformerische Gedanke. Hier baut die Weimarer Republik. Man kann das als Teil des großen sozialdemokratischen Projekts begreifen. Nicht mehr der Weg der Arbeiterklasse durch Verelendung zur Revolution, wie es Karl Marx erwartet hat, sondern die stetige Verbesserung der Lebensumstände als Aufstieg zum Glück. Auch die Frösche schätzen die Siedlung. Im Zentrum umschließt das hufeisenförmige Gebäude eine Grünfläche mit Gärten und einem eiszeitlichen Pfuhl. Die Grünanlage, Taut nennt sie Außenwohnraum, lag damals frei, ohne Randbewuchs und gibt mit seiner Form die Gestalt der ganzen Siedlung vor. Das war damals wie heute schön. Panzerkreuzer nennen die Berliner dieses Haus von Hans Scharoun. Sie denken dabei an den Revolutionsfilm Panzerkreuzer Potemkin, der in Deutschland ein großer Erfolg ist. Eine durchgrünte Stadtlandschaft schwebt auch Scharoun vor, dem Masterplaner der Siedlung Siemensstadt, die von 1929 bis 1931 gebaut wird. Siemensstadt wird in den Jahren zwischen den Weltkriegen zu einem prägenden Vorbild im internationalen Städtebau.
Baumeister und Bewohner setzen sozusagen ein gemeinsames Zeichen. Gleichförmigkeit, Serie, Reihung. Das ist nötig, um die Kosten niedrig zu halten. Rentabilitätsberechnungen, Rationalisierung, Bauteile in Masse vorgefertigt. Heute wird alles in Masse hergestellt. Damals hat das Wort Masse noch einen guten Klang. Baugeschichtlich ist es von Siemensstadt nur ein kleiner Schritt zum sozialen Wohnungsbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Trabantenstadt trägt den Namen von Walter Gropius. Gropiusstadt, ein sozialer Brennpunkt und das Ende des Traums vom sozialen Bauen. Dieses Gebäude gestaltete der Berliner Architekt Peter Behrens für die Stuttgarter Weißenhofsiedlung. Im Büro Behrens lernten übrigens etliche bedeutende Architekten, Mies van der Rohe ebenso wie Le Corbusier und einer der bedeutendsten deutschen Architekten Walter Gropius. Für ihn stand die Funktionalität eines Gebäudes an erster Stelle. Durch Rationalisierung, also durch Verwendung von industriell vorgefertigten Bauteilen, ging er damals völlig neue Wege. Auf diese Weise konnte er nicht nur die Bauzeit verkürzen, er konnte auch weitgehend unabhängig von der Witterung arbeiten. Sein erstes eigenständiges Gebäude errichtete Walter Gropius in Alfeld, das Faguswerk. Karl Benscheid, Gründer des Faguswerks, will eine offene, lichtdurchflutete Fabrik, in der die Arbeitsabläufe klar und einfach gegliedert sind. Die Arbeit soll nicht versteckt stattfinden. Zudem spart man durch das viele Tageslicht auch Strom. Das macht sich in der Bilanz bemerkbar. Im Faguswerk werden seit mehr als 100 Jahren Schuhleisten hergestellt. Fagus heißt Buche und deren Holz ist der ideale Rohstoff für Schuhleisten. Karl Benscheid will, dass die Erscheinung seiner Fabrik eine vornehme Reklame ist. Walter Gropius hat sich um diesen Auftrag beworben und macht sich nun mit viel Engagement und Ehrgeiz an die Arbeit. Ihre Inspiration finden die beiden in Amerika. Die Daylight Factory der United Shoe Machinery Corporation bei Boston ist der modernste Industriebau seiner Zeit. Die Fensterbahnen in Alfeld tarnen sich geschickt als Vorhangfassade. Viele Details sind in der damaligen Zeit neu. Das Gebäude hat eine freischwebende Treppe hinter einer stützenlosen gläsernen Ecke. Das Treppenhaus ist bei Einsatz sparsamster Mittel gleichzeitig Innen- wie Außenraum. Bereits in seinem ersten Haus zeigt Gropius das, wofür er später berühmt wird. Er ist immer bestrebt, das Bauen zu normieren. Kritiker bemängeln, nicht die Bedürfnisse der Bewohner hätten die Grundrisse bestimmt, sondern der Schienenverlauf der Baukräne. Das Faguswerk ist ein Gebäude, das beispielhaft für den Anfang der Moderne steht. 1919 gründete Walter Gropius in Weimar das Bauhaus. Und wie groß dessen Einfluss bis heute noch ist, sieht man daran, dass der Begriff Bauhaus als Synonym gilt für die Moderne in Architektur und Design. In seinem Bauhaus-Manifest verkündete Gropius, das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zurück zum Handwerk. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Und als Vorbild für diesen Zusammenhalt zwischen Kunst und Handwerk sah er die mittelalterlichen Bauhütten bei den Kathedralen. Das Zusammenspiel der verschiedenen Künste sollte auch eine Veränderung hervorrufen, weg von der aktuellen sozialen Realität hin zu einer veränderten, erneuerten Gesellschaft. Auch dafür sah sich das Bauhaus als Versuchslabor. Und das war natürlich revolutionär im damaligen Weimar. Zu revolutionär. 1925 musste das Bauhaus umziehen nach Dessau. Walter Gropius schafft in Dessau eine Wallfahrtsstätte für alle Architekturbegeisterten.
Er verwirklicht die Idee des Bauhaus mit einem Lichtkubus. Ohne diesen Kubus wäre der Mythos Bauhaus vielleicht nie entstanden. Wagemutig hebt er mit riesigen Glasfassaden die Grenzen zwischen Innenraum und Außenwelt auf. Das Haus spricht für sich selbst und wirbt damit für den Bauhausgedanken. Transparenz in Kunst und Leben. Hinter der Glasfront liegen die Unterrichtsräume und Werkstätten offen. Das Bauhaus war eine Idee und ich glaube, dass die Ursache für den ungeheuren Einfluss, den das Bauhaus auf jede fortschrittliche Schule der Welt gehabt hat, in der Tatsache zu suchen ist, dass es eine Idee war. So der letzte Bauhausdirektor Mies van der Rohe. Das Bauhaus ist eine Schule, eine Werkstatt und ein Versuchslabor. Im Bauhaus werden Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Materialien erprobt. Auch die Industrie interessiert sich schon bald für die Studenten. Exemplarische Exponate aus dem Bauhaus. Heute sämtlich Klassiker und fester Bestandteil aller Designsammlungen in den Museen der Moderne. Metallarbeiten, handgetriebene Einzelstücke. Serie produzierte Möbelentwürfe des Bauhausschülers Marcel Breuer, berühmt für seine Stahlrohrmöbel. Das fünfstöckige Atelierhaus bietet 30 geförderten Studenten Arbeits- und Wohnraum. Die Bauhäusler sind in der Industriestadt Dessau anfangs willkommen und genießen den Schutz eines liberalen Bürgermeisters, der das Institut gegen die Angriffe der nationalsozialistischen Stadtverordneten verteidigt. 7 Jahre lang kann es sich in Dessau im spannungsreichen Gleichgewicht halten. 1928 legt Walter Gropius sein Amt nieder. Mies van der Rohe ist der letzte Direktor. 1932 können die Nationalsozialisten die Schließung des ihnen verhassten Instituts durchsetzen. Unter der Leitung von Mies van der Rohe entstand die Stuttgarter Weißenhofsiedlung. Sie war Teil der Werkbundausstellung Die Wohnung. 17 Architekten sollten 21 Häuser mit 63 Wohnungen entwerfen. Und als diese Siedlung dann 1927 eröffnet wurde, übrigens nach nicht mal 5 Monaten Bauzeit, war sie für viele ein Schock. Nichts erinnerte hier mehr an die gewohnte Vergangenheit. Was hier stand und zum Teil noch steht, waren Häuser ohne Fensterläden, ohne Giebeldächer oder Gauben. Sie waren weiß, hatten Dachterrassen, Langfenster und dünne Stahlbetonbeine. Dabei ging es hier gar nicht mal um eine avantgardistische Ästhetik. Es ging tatsächlich um günstigen Wohnraum für alle. Die Reduktion auf das Wesentliche war damals nicht so sehr eine stilistische Frage, sondern eine der sozialen Moral. Sein Meisterstück baut Mies van der Rohe aber nicht in Stuttgart, sondern in Brünn. Das Haus Tugendhat wird zu einem Schlüsselwerk des neuen Bauens. Der offene Grundriss erzeugt hier einen Raum, der auch vor der Natur nicht Halt macht. Eine riesige Glasfront hält den permanenten Dialog zwischen Architektur und Natur in Gang. Per Knopfdruck kann sie versenkt werden. Damals eine kleine technische Revolution. Und damit ist die Grenze nach außen gänzlich aufgehoben. Seine anfängliche Skepsis gegenüber dem Auftrag verfliegt beim Anblick des Grundstücks mit Panoramablick auf die Altstadt von Brünn. Mies spürt wohl, dass er hier den für die Moderne so charakteristischen offenen Grundriss auf die Spitze treiben kann, indem er ihn in die Natur hinein verlängert.
Mies Leidenschaft für hochwertige und haltbare Materialien sind in diesem Bau keine Grenzen gesetzt. Geld spielt bei den Tugendhats keine Rolle. Sie können sich auch den verschwenderischen Einsatz kostbarer Tropenhölzer leisten. Das Spiel mit dem Licht durchzieht den ganzen Raum und gipfelt in einer freistehenden, monumentalen Onyxwand. Mies hat den Stein aus dem Atlasgebirge selbst ausgesucht und ist hingerissen von den Farben, die er mit Mädchenhaaren vergleicht. Honiggelb mit weißen Strähnen schwärmt er dem skeptischen Fritz Tugendhat vor, dem auch etwas Preisgünstigeres genügt hätte. Gestützt wird das Haus von einem Stahlskelett. Auch das eine bis dahin einzigartige Konstruktion für ein Privathaus. Die kreuzförmigen Stützen halten das gesamte Haus und machen tragende Wände überflüssig. Mies legt präzise fest, wo die Möbel zu stehen haben. Vorsorglich verankert er den Esstisch im Boden, damit die Bewohner erst gar nicht auf die Idee kommen, ihn umzustellen. Nur 8 Jahre wohnen die Tugendhats hier. 1938 müssen sie vor den Nazis in die Emigration fliehen. Neben Mies van der Rohe und Walter Gropius gilt auch der Schweizer Le Corbusier als Vater der Moderne. Er träumte von einer Synthese der Künste und seine Häuser nannte er Maschinen zum Wohnen. Hier in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung wurde einer seiner Wohnmaschinen originalgetreu wieder aufgebaut. Ein funktionaler Raum zum Schlafen und Wohnen. Das Bett kann man tagsüber verstecken und die Wände, die sind zum Auf- respektive Zuschieben. Tja, Wohnraum war eben auch vor 80 Jahren schon in den Städten teuer. Die Individualräume, wie Le Corbusier sie nannte, sollten auf das absolut Notwendige reduziert werden. Und so gestaltete er diese Wohnung nach dem Vorbild der Schlaf- und Salonwagen der Eisenbahn. Weniger bekannt ist Le Corbusiers Nähe zum Nationalsozialismus. Hitlers Krieg hat er begrüßt, ohne moralische Bedenken. Und das passt natürlich zu einem Mann, der von einem Paris voller Wolkenkratzer träumt und der dafür bereit ist, die historisch gewachsene Altstadt niederzuwalzen. Während seiner Ausbildungszeit arbeitete Le Corbusier bei Auguste Perret. Und dieser Architekt wiederum durfte nach dem Zweiten Weltkrieg Le Havre vollkommen neu aufbauen. Le Havre in der Normandie. Hier fließt die Seine in den Atlantik. Über Jahrhunderte ein europäischer Auswandererhafen. Am 6. September 1944 ist alles vorbei. Le Havre, ein von Deutschland besetzter Kriegsstützpunkt, wird von englischen Bombern dem Erdboden gleichgemacht. 5000 Menschen sterben, mehr als die Hälfte aller Gebäude zerstört. Die komplette Infrastruktur der Hafenstadt existiert nicht mehr. Viele europäische Städte werden im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber keine wird so entschieden wieder aufgebaut wie Le Havre. Eine komplett neue Stadt nach einem einzigartigen Plan. Der französische Staat reagiert kompromisslos. Eine Rekonstruktion ist nicht mehr möglich. Mit dem Masterplan, eine neue urbane Einheit zu bauen, wird Auguste Perret beauftragt. Perret ist da schon 71 Jahre alt, ein anerkannter Architekt und ein Meister des Beton. Großzügigkeit, Weitläufigkeit, eine Bebauung, die nichts mehr von der bürgerlichen Enge des 19. Jahrhunderts haben soll. Es herrscht Gradlinigkeit und ein einheitlicher Stil. Alles ist genormt und nichts dem Zufall überlassen. Dabei wird eine Not zur Tugend. In Ermangelung anderer Baumaterialien lässt Perret den Schrott der Ruinen zu Sand zermahlen, streng getrennt nach den jeweiligen Farben der Steine. Daraus wird getönter Beton gemischt, der den Gebäuden eine unterschiedliche Farbigkeit verleiht. Auch das Design von Perrets Fassaden ist durchaus spielerisch. Die Dekorationen nehmen Anleihen bei antiken Vorlagen. Das ist fern der Schmucklosigkeit der Moderne und den architektonischen Werten des Bauhauses. Säulengänge mit gezierten Kapitellen durchziehen die Arkaden der Stadt und ihre repräsentativen Gebäude.
Eine solche Liaison zwischen Gradlinigkeit, Klarheit und bescheidener Manieriertheit in der Architektur des 20. Jahrhunderts gibt es nur in Le Havre. Eine Ergänzung zu Perets Formensprache, das Kulturzentrum der Stadt, der Vulkan, gebaut von dem brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer. Die Gebäude haben weder geografische noch historische Bezüge. Sie stehen ganz für sich, für eine neue Zeit, für die Vision einer kosmopolitischen Zukunft. Nur ein Gebäude hat überlebt, Notre Dame, die alte Sandsteinkirche. Die neue Kirche Saint-Joseph ist das weithin sichtbare Wahrzeichen von Le Havre. Keine grazile Schönheit wie ein Glockenturm der Gotik, massiv, achteckig, ein Leuchtturm. Erst in seinem Inneren entfaltet der leuchtende Kirchturm seine Poesie. 12.700 funkelnde Glasscheiben, ein Lichtgedicht für die Kriegstoten von Le Havre, ein Raumschiff für eine neue Zeit, ein ganz neues Universum. Andere Hafenstädte locken mit romantischem Flair, Le Havre mit seinem kühlen Beton. Architektur, sagte Auguste Perret, ist die Kunst, den Raum zu organisieren. In diesem Sinne ist die Stadt Le Havre ein Gesamtkunstwerk. Der Traum fast jedes Architekten, eine ganze Stadt nach eigenen Vorstellungen bauen zu dürfen. Auguste Perret war dies vergönnt, ebenso wie Oscar Niemeyer. Er entwarf die wichtigsten Gebäude der brasilianischen Hauptstadt Brasilia. Mit seinen Bauwerken wollte er das alltägliche Glück ins flüchtige Leben bringen. Das Credo des bekennenden Kommunisten, wir müssen die Welt verändern. Wenn Le Corbusier, mit dem der Brasilianer schon in den 30er Jahren zusammengearbeitet hat, dem rechten Winkel huldigte, so ersetzte Niemeyer die Rechtecke durch elegant geschwungene Linien und dadurch schuf er kapriziöse, extravagante Gebäude. Das Bauhaus hat Niemeyer verachtet. Mit seinen monotonen Regeln habe es die Entwicklung der Architektur verhindert. Oscar Niemeyer starb im Jahre 2012 im Alter von 104 Jahren und er hat bis zum Schluss als Architekt gearbeitet. Eine Hauptstadt, die voller Leben und Anmut zum Träumen und zum intellektuellen Spintisieren und ein aufgeklärtes und feinfühliges Kulturzentrum sein soll. Der Stadtplaner Lúcio Costa formuliert das 1957 in seinem Pilotplan für die neue Hauptstadt Brasiliens. 4 Jahre später ist Brasilia fertig und der Staat pleite. Die wichtigsten Bauten im Regierungsviertel entwirft Oscar Niemeyer. Brasilia wird unter so großem Zeitdruck gebaut, dass Niemeyer für viele Entwürfe nur wenige Tage Zeit hat. Den Gebäuden merkt man das nicht an. Viele werden zu Ikonen der Architektur. Die Hauptstadt ist schnell zu einem Magneten für die Menschen aus dem Umland geworden. Da die Wohnblöcke schon bald keine Zuwanderer mehr aufnehmen können, entsteht ein Ring von Satellitenstädten und Favelas. Die brasilianische Normalität holt die Retortenhauptstadt schnell ein. Als die neue Hauptstadt gebaut wurde, ist Brasilien ein Land voller Zuversicht. Eine Utopie soll hier verwirklicht werden. Schnell ist die neue Stadt zu klein. Sie wird von all den ganz banalen Problemen des Alltags eingeholt. Der Straßenverkehr ist nur eines davon. Brasilia wird als Hauptstadt zu einer Stadt der Beamten und der Bürokraten.
Niemeyers Pläne wirken wie hingekritzelt. Rückblickend schreibt er über seine Arbeit: Wir haben dieselbe Kleidung getragen wie die Arbeiter und in denselben Kneipen gegessen und uns amüsiert. Wir dachten, dass sich auch die Gesellschaft ändern würde, dass sie gerechter würde. Pure Illusion. Als die Stadt eingeweiht wurde, kamen die Politiker, die Herren des Geldes, und alles war wieder so wie vorher. Die Kathedrale des Atheisten Oskar Niemeyer, eine von unzähligen Kirchen Brasilias. Die Stadt mutiert zu einem Zentrum des Glaubens. Hunderte religiöser Gruppen bauen hier ihre Kirchen. Ist dies die Reaktion auf die Vernunft, mit der die Stadt geplant wird? Vielleicht ist es eine Gegenreaktion auf das eigentliche Konzept. Brasilia fehlt die Atmosphäre, die andere brasilianische Städte so attraktiv macht. In alten Städten spürt man den Geruch und die Körperlichkeit. In Brasilia überwiegt das Visuelle. Sie wird vor allem mit dem Verstand aus dem tropischen Boden gestampft. Alles ist weit entfernt, gewaltig, sauber, unpersönlich. Aber auch die grafische Klarheit und Rationalität der Architektur überträgt sich auf das Stadtgefühl. Brasilia zeigt, dass monumentale Architektur leicht wirken kann. Trotzdem fehlt dieser Stadt eine Seele. Brasilia zeigt, Architektur kann auch wahrhaftig Baukunst sein. Und dies gelang auch dem Architekten James Stirling hier in Stuttgart mit der Musikhochschule und der Staatsgalerie. Ironisch verfremdete, historisierende Bauformen. Travertin und Sandstein kontrastieren farbige Elemente. Stirling wurde dafür heftig kritisiert. Seine Stuttgarter Bauten seien monumental, die vielen historischen Zitate ein Tabubruch, weil sich die deutsche Architektur nach dem Nationalsozialismus allem Monumentalen und Historisierenden fernzuhalten habe. Nun, seine Bauten wurden trotzdem zu Stuttgarter Wahrzeichen. Und ein Wahrzeichen, das hat auch der dänische Architekt Jørn Utzon geplant. Utzon sagt einmal: Das Wunderbare daran, Architekt zu sein, liegt darin, für Menschen etwas zu schaffen, was sie mögen und lieben. Das habe ich immer im Sinn. Wie die benachbarte Harbour Bridge gehört das Opernhaus von Sydney zu so etwas wie einer Corporate Identity der Stadt, einem Markenzeichen. Wer das Gebäude sieht, weiß sofort, wo es liegt. Die visuelle Skulptur wird zum kulturellen Mittelpunkt der Nation. 2007 wird es zum Weltkulturerbe ernannt und damit als eine der großen architektonischen Leistungen des 20. Jahrhunderts anerkannt. Das Fundament des Opernhauses ist inspiriert von den Tempeln der Maya. Wer über die Treppe emporsteigt, erhebt sich aus dem täglichen Leben und begibt sich in ein anderes Universum. Zu Beginn der Bauarbeiten sind die technischen Probleme noch lange nicht gelöst. Zu jener Zeit braucht ein Computer 18 Monate für sämtliche Berechnungen. 44 Zeichner machen mehr als 1700 Pläne. Der gesamte Bau wird aus vorgefertigten Segmenten gebaut. Auf solche Weise baut man damals zum ersten Mal. Kosten und Bauzeit steigen ständig. Die Geduld der Politiker wird immer kleiner. Utzon werden die Gelder gesperrt. Er kann seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. In einem Wabonk-Spiel verlässt er im Februar 1966 seine Baustelle in der Annahme, er würde zurückgebeten. Eine Fehleinschätzung. Die Regierung übergibt die Fertigstellung an ein Team australischer Architekten. Utzon kehrt nie mehr zurück. Es dauert weitere 7 Jahre, bis das Opernhaus eröffnet wird. Die Konzerthalle ist die größte Veranstaltungsstätte mit 2700 Plätzen. Das Sydney Symphony Orchestra hat hier sein Zuhause. Zu den über 1600 Veranstaltungen auf 5 Bühnen kommen im Jahr 1,3